Tagesordnungspunkte 6a bis 6u und 3c und Zusatzpunkt 7 ist die Beratung mehrerer Vorlagen zu den Themen Klima, Umwelt und natürliche Lebensgrundlagen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Diese Woche steht im Zeichen der Nachhaltigkeit und man könnte auch sagen, im Zeichen einer vernünftigen Politik für ein gutes Leben für heute und für morgen. Aber Nachhaltigkeit, die beweist sich erst, wenn es dann wirklich konkret wird. Und deswegen will ich noch mal daran erinnern, was wir vor gut einem Jahr hier gemacht haben im Bundestag. Da habe ich hier nämlich gestanden und für ein Klimaschutzgesetz geworben, für mehr Verbindlichkeit, für einen Kohleausstieg, für einen CO2-Preis, für das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 und dafür, dass wir die soziale Frage bei all dem von Anfang an auch wirklich mitdenken. Und heute ist das alles beschlossene Sache. Und wir haben es in dieser Regierung so hinbekommen, dass wir die Wirtschaft beim Wandel unterstützen und kleine und mittlere Einkommen eben ganz besonders profitieren. Und genau das ist Nachhaltigkeit dann ganz konkret. Das ökologisch Notwendige so zu tun, dass wir unsere Gesellschaft sozial zusammenhalten und dass wir unsere Wirtschaft fit machen für die Zukunft. Und das so, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit eben keine Frage des Geldbeutels sind. Das ist die Politik, die wir hier machen. Meine Damen und Herren, die Bedingungen der Klimapolitik in Deutschland haben sich innerhalb eines Jahres wirklich radikal verändert. Die Größe der Aufgabe wird immer mehr Menschen bewusst, übrigens auch auf der Regierungsbank. Aber auch hier gilt, weg von abstrakten Bekenntnissen hin zu konkreten Regierungshandeln. Und zwar jeden Tag bis zu Ende der Legislaturperiode. Oder um es etwas angelehnt an die Bibel mal auszudrücken, nicht an den Worten, sondern an den Taten sollt ihr sie erkennen. Ja, das wäre eine gute Idee. Genau, und das machen wir. Das machen wir ganz genau. Wir vermeiden nämlich jetzt unnötige Streitereien, weil das, was wir wollen bei der Gesetzesnovelle zum Ökostromausbau, jetzt eben auch konkret wird. Und die muss deutlich ambitionierter ausfallen, als das bisher vorgesehen war. Und das werden wir auch nicht später beklagen, sondern das Regierungshandeln muss natürlich auf der Höhe der Zeit sein. Und es gilt übrigens auch für die Anhebung des Klimaziels für 2030. Die EU hat gestern ein Klimaschutz oder die EU hat heute noch ein Klimaschutzziel, das unter deutlich anderen Bedingungen formuliert wurde. Und die Bedingungen waren wirklich radikal anders als heute. Vor 6 Jahren, als das Klimaziel für 2030 beschlossen wurde, da gab es noch kein Pariser Klimaschutzabkommen, da gab es noch keinen europäischen Konsens, dass wir bis 2050 klimaneutral sein wollen. Da gab es kein europäisches Konjunkturprogramm, das Investitionen in Elektroautos, in Bus und Bahn, in klimafreundliche Gebäude, in sauberen Strom und grünen Wasserstoff ermöglicht. Solar, Windstrom, das war damals um ein Vielfaches teurer, als es heute ist. Und Elektroautos und grüner Wasserstoff, die haben damals so gut wie keine Rolle gespielt. Und wir hatten auch noch keine Corona-Pandemie, die ja uns heute zeigt, was möglich ist, wenn wir alle entschlossen und rechtzeitig handeln, um Gefahren auch wirklich abzuwenden. Heute ist der European Green Deal die Zukunftsstrategie für Europa. Und wir haben ein europäisches Parlament, was auf deutlich mehr Klimaschutz drängt, so wie viele, viele Jugendliche in der ganzen Welt. Und es gibt immer mehr Wirtschafts- und Finanzunternehmen, die ihre gesamten Geschäftsmodelle hin auf mehr Nachhaltigkeit und mehr Klimaschutz ändern. Und deswegen können wir uns es jetzt auch zutrauen, in der EU den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass es sehr gute Argumente gibt, das Klimaschutzziel auf mindestens 55% anzuheben und eine Einigung über eine Anhebung des EU-Klimaziels herbeizuführen. Das ist die herausragende Aufgabe für die nächsten Monate. Meine Damen und Herren Abgeordnete, Nachhaltigkeit, das bedeutet viele tausend kleine und große Schritte gehen. Und sie beweist sich im Konkreten. Sie beweist sich hier im Kreislaufwirtschaftsgesetz, beim Erneuerbaren-Energien-Gesetz, beim Insektenschutzgesetz.
aber eben auch in der Diskussion über Lieferketten und Freihandelsabkommen. Ganz tagtäglich mit jedem Gesetz, mit jedem Haushaltstitel, den wir hier beraten und verabschieden, für den wir die Menschen gewinnen wollen. Denn Klimaschutz und Nachhaltigkeit, die brauchen gesellschaftliche Mehrheiten. Und das ist hier unsere gemeinsame Aufgabe. Ich freue mich darauf, weiter daran mit Ihnen zu arbeiten. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Marc Bernhard, AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, 4.000 Euro. 4.000 Euro muss eine vierköpfige Familie jedes Jahr für Ihre Idee, dass Deutschland im nationalen Alleingang die Welt retten könnte, bezahlen. Allein für Ihre sogenannte Energiewende wird jede vierköpfige Familie bis zum Jahr 2025 25.000 Euro bezahlt haben. Und wofür das Ganze? Dafür, dass sich der CO2-Ausstoß Deutschlands in den letzten 10 Jahren praktisch nicht verändert hat. Die Familien in Deutschland müssen also jedes Jahr 4.000 Euro an Steuern und Abgaben bezahlen, ohne dass es irgendeinen positiven Effekt hätte. Ganz im Gegenteil, der einzige Effekt Ihrer verantwortungslosen Politik ist die Vernichtung von Millionen von Arbeitsplätzen. Laut Ihren eigenen Experten, die Experten der Regierung, wird allein in der Autoindustrie durch Ihre erzwungene E-Mobilität jeder zweite Arbeitsplatz vernichtet. Das bedeutet, jeder, der in der Automobilbranche arbeitet, muss sich in den nächsten Jahren immer die Frage stellen, muss ich gehen oder muss mein Kollege gehen? Das heißt nämlich, jeder zweite Arbeitsplatz wird vernichtet. Diese Art von angeblicher Weltenrettung braucht kein Mensch. Und das, obwohl Batterieautos die schmutzigste Antriebsart überhaupt sind. Wenn ein E-Auto vom Band rollt und noch keinen einzigen Kilometer gefahren hat, hat es schon so viel CO2 erzeugt wie ein Diesel nach 6 Jahren. Ganz zu schweigen von den riesigen Umweltzerstörungen in Südamerika beim Lithiumabbau und der lebensgefährlichen Kinderarbeit beim Kobaltabbau in Afrika. Und Ihr eigenes Pariser Klimaabkommen macht endgültig eindrücklich klar, dass all Ihre Belastungen der Bürger für das Weltklima völlig nutzlos sind. Denn der deutsche Anteil am menschengemachten CO2 beträgt gerade mal 1,8%. Während Ihr Klimaabkommen allen Schwellen- und Entwicklungsländern wie China und Indien, die zusammen über 60% des weltweit verursachten CO2s ausstoßen, erlaubt, ihren Ausstoß bis 2030 unbegrenzt, also ohne Limit, weiter zu erhöhen. Und genau das tun diese Länder auch. So steigert China seinen CO2-Ausstoß jedes Jahr um die Menge, die Deutschland in einem einzigen Jahr erzeugt. Also selbst wenn wir unseren CO2-Ausstoß auf null reduzieren könnten, hätte das null Effekt. Und trotzdem sind Ihnen die ganzen Belastungen der Menschen immer noch nicht genug. Sie fabulieren gemeinsam mit Frau von der Leyen über einen sogenannten Green Deal, der die Menschen in der EU 3.000 Milliarden Euro kosten soll. Das bedeutet für eine vierköpfige Familie in Deutschland nochmal eine zusätzliche, weitere sinnlose Belastung von 4.000 Euro pro Jahr für Ihre Klimahysterie. Alles, was Sie mit Ihrer Wahnsinnspolitik erreichen, ist also, die Bürger abzuzocken, Arbeitsplätze und Unternehmen in Deutschland im großen Stil zu vernichten und dafür zu sorgen, dass sich unsere Hauptwettbewerber auf dem Weltmarkt wie beispielsweise China über uns totlachen.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Gitta Connemann, CDU-CSU. Kommen wir doch zum Thema zurück, zur Nachhaltigkeit. Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit? Frau Kollegin, damit ich alle Kollegen gleich behandle, bitte reden Sie erst den Präsidenten an, nicht als Person, aber als Institution. Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit, lieber Herr Präsident, meine Damen und Herren? In den letzten Tagen habe ich das viele Menschen gefragt, denn das Thema Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt dieser Woche, übrigens auf Initiative, lieber Ralf Brinkhaus, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Antworten waren ganz unterschiedlich. Kinder, Wald, gesunde Ernährung, gute Finanzen, solide Arbeit und so weiter. Eine junge Landwirtin hat es für mich auf den Punkt gebracht. Nachhaltigkeit heißt, es muss alles zusammenpassen. Leider haben immer mehr Menschen in dieser Gesellschaft das Gefühl, es passt nicht mehr. Denn Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben sich entfremdet. Das gegenseitige Verständnis fehlt. Das beklagt übrigens ebenso der Jugendliche, der auf die Straße für die Umwelt geht, aber auch der mittelständische Betriebsinhaber, der sich überfrachtet sieht. Manche haben aber auch daran gar kein Interesse. So ehrlich müssen wir sein, denn wir leben in einer Welt, in der Ideologie sich auszahlt. Wer nicht skandalisiert, bekommt kaum Gehör, keinen Einfluss, keine Spenden, und das ist ein großes Problem. Nachhaltigkeit geht anders. Sie ist eine Gemeinschaftsaufgabe des Staates, des Bürgers und der Wirtschaft. Wir sind an dieser Stelle alle gefordert, denn jeder kann und jeder muss etwas machen. Wer lebt es uns vor? Fachleute, echte Fachleute. Die Fachleute für natürliche Lebensgrundlagen in diesem Land sind unsere Landwirte, unsere Waldbauern, unsere Gärtner, unsere Winzer, unsere Fischer und, und. Diese Aussage wird Sie vielleicht wundern, denn in der Öffentlichkeit wird ein anderes Bild von Landwirtschaft gezeichnet, ein Zerrbild. Darunter leiden unsere Bauernfamilien. Bei jedem Hofbesuch höre ich inzwischen, unsere Kinder werden in der Schule gemobbt, wir werden beschimpft, Klimakiller, Insektentöter. Das dürfen wir nicht zulassen. Denn es sind die Bauern, die wissen, was Boden, Pflanzen, Bäume und Tiere brauchen. Sie leben in, mit und für die Natur. Übrigens Tag für Tag, morgens wie abends. Fakt ist, die größten Klimaschützer in Deutschland sind unsere Waldbauern. Und das seit Jahrhunderten. Sie sind übrigens die Erfinder der Nachhaltigkeit, denn sie haben gelernt, ich darf nur so viel fällen, wie auch nachwächst. Und es wächst eine Menge nach in Deutschland, in unseren Nutzwäldern, denn jeder Hektar Wald bindet 8 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist so viel, wie ein Mensch in Deutschland erzeugt. Ein Hektar, ein Mensch wird kompensiert und liefert damit übrigens auch den bedeutendsten nachwachsenden Rohstoff in Deutschland. Und das ist regionales Holz. Ohne Nutzung keine Nachhaltigkeit. Und deswegen treibt uns auch um, dass selbsternannte Experten den Verzicht auf die Waldbewirtschaftung fordern. Das ist nicht nur unverantwortungslos, denn Holz müsste importiert werden aus Ländern, wo viel niedrigere Standards gelten, sondern es bricht die Nachhaltigkeit. Zurzeit leidet der Wald unter Stürmen, Dürren, Borkenkäfer. Die Holzmärkte sind zusammengebrochen. Und wenn wir wollen, dass unser Klimaschützerwald Klimaschützer Nummer 1 bleibt, müssen wir die Waldbewirtschafter unterstützen. Auf Initiative der CDU-CSU-Bundestagsfraktion könnte unsere Bundesforstministerin Julia Klöckner über 500 Millionen Euro zusätzlich verfügen. Könnte. Dafür müsste aber der Bundesfinanzminister nur eine Richtlinie freigeben, die seit Wochen in seinem Haus liegt. Lieber Herr Kollege Scholz, wenn Sie da wären, aber ich hoffe, es wird Ihnen bestellt, lassen Sie die Waldbauern nicht hängen.
Was für den Wald gilt, gilt auch für das artenreiche Grünland. Es ist kein Zufallsprodukt. Die Weiden sind entstanden, weil Landwirte sie bewirtschaftet haben, und zwar über Generationen hinweg. Liebe Frau Kollegin Schulz, Sie haben gerade gesagt, an den Taten sollt ihr sie messen. Ja, messen Sie die Landwirte an diesen Taten. Und dann wüssten Sie, Grünland ist ein Alleskönner. Er bindet CO2, er ist ein Paradies für Flora und Fauna und er ist durch Nutzung entstanden. Deshalb ist Ihre Überlegung, genau diese Nutzung zu verbieten, genau der falsche Reflex. Denn damit würden Sie das Gegenteil erreichen. Grünland ohne Bewirtschaftung verbuscht. Artenvielfalt adieu, ohne Nutzung keine Nachhaltigkeit. Überlegen Sie sich's doch bitte noch einmal. Und wenn wir wirklich Nachhaltigkeit wollen, dann müssen wir eines tun. Setzen wir uns mit den Landwirten und Waldbauern an einen Tisch, denn ohne sie gibt es keinen Artenschutz und auch keinen Klimaschutz. Honorieren wir endlich ihre Leistungen. Auch das ist wichtig. Und das Dritte ist, lassen Sie uns zusammenarbeiten, damit der Satz der jungen Landwirtin stimmt, es muss alles zusammenpassen, und dann passt es auch wieder. Nächste Rednerin ist die Kollegin Judith Skudell, die FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, über die wahre Herausforderung der kommenden Jahre im Bereich der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes haben wir heute noch gar nicht gesprochen, nämlich wie wir künftig 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt eine Heimat, eine angemessene Heimat bieten wollen. Und vor dem Hintergrund der jünger werdenden Weltbevölkerung kann ich Ihnen eins versprechen. Verzichts- und Verbotsideologien werden uns nicht die Antworten geben, die wir brauchen, um diese Menschen angemessen mit Ernährung, Mobilität, Medizin, Bildung, aber auch Sicherheit zu besorgen. Da brauchen wir neue, kreativere Wege dorthin. Und jetzt schauen wir mal, was Deutschland, was diese Bundesregierung auf dem Weg zu diesen Wegen beiträgt. Es gibt das chemische Recycling. Das chemische Recycling kann es künftig ermöglichen, Kunststoff so oft wiederzuverwenden, dass wir vielleicht neue Rohstoffe gar nicht brauchen. Und was macht die Bundesregierung? Sie verbietet Strohhalme und Plastiktüten zum Schutz der Weltmeere. Was das bringen soll, ist mir bis heute ein Rätsel. Meine Damen und Herren, damit kommen wir nicht ans Ziel. Eine Meereskonferenz und dieses Thema genauso ernst zu nehmen wie den Klimaschutz würde uns dort weiterbringen. Es gibt in der Mobilität nichts Nachhaltigeres, als die bestehenden Fahrzeuge weiterzunutzen. Warum die ganze Flotte austauschen, wenn wir ganz umweltschonend, und zwar klima- und luftschonend, die jetzigen Verbrennungsmotoren nutzen können? Mit synthetischen Kraftstoffen. In Deutschland im Individualverkehr verboten. Meine Damen und Herren, so macht man nicht die Mobilität der Zukunft, so schützen wir die Umwelt nicht. Wir brauchen Innovation und Kreativität, und in diesem Punkt versagt die Bundesregierung. Jetzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Wir haben einen Antrag eingebracht, der sagt, passt mal auf, im Lockdown haben wir was gelernt. Es gehört ja auch zu Innovation, Kreativität, Dinge zu lernen. Wir haben gelernt, dass Dieselfahrverbote nicht zur Luftreinhaltung der Innenstädte beiträgt. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch hier umweltpolitische Argumente nicht dazu nutzen, Ideologien durchzusetzen. Deswegen beenden wir diese unsäglichen Dieselfahrverbote am besten heute noch. Den Antrag dazu haben wir eingereicht. Der liegt uns heute zur Abstimmung vor. Herr Grundmann hat von der CDU hat im Umweltausschuss gesagt, er findet den Antrag auch gut. Er findet ihn gut. Er ist nur leider in der falschen politischen Ehe. Liebe CDU, wir stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir würden Sie nicht nur heiraten, wir machen auch einen Dreier. Aber wenn man Attraktivität, Intelligenz und einen tollen Partner haben will, dann muss man bessere Angebote machen als der letzte Ehevertrag. Geben Sie sich ein bisschen mehr Mühe, und wir sind als Innovationsmotor beim nächsten Mal an Ihrer Seite. Jetzt hat das Wort die Kollegin Dr. Gesine Lötsch, die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Gleich zu Beginn möchte ich Bundesminister Altmaier zitieren. Und zwar sagt er, wir, also die Bundesregierung, haben viele Menschen beim Klimaschutz enttäuscht. Und da hat er recht, ja, sie haben uns wirklich enttäuscht. Die Bundesregierung hat aber nicht nur die junge Generation enttäuscht, aber ich will an dieser Stelle gleich zu Anfang ganz deutlich sagen, wir als Linke unterstützen den globalen Klimastreik von Fridays for Future am 25. September. Seien Sie alle dabei. Meine Damen und Herren, Klimaschutz ist aber nicht etwas nur für die jüngere Generation. Das ist etwas für alle Generationen. Und ich möchte, dass auch mein 88-jähriger Vater unter vernünftigen Bedingungen leben kann. Und ich glaube, diesen Anspruch sollte jeder haben. Meine Damen und Herren, CDU und SPD haben aber auch die Menschen enttäuscht, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Niemand in unserem Land darf Klimapolitik als Bedrohung erleben. Ich denke zum Beispiel an die vielen Mieterinnen und Mieter, die zu Recht fürchten müssen, nach einer teuren energetischen Gebäudesanierung ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können. Klimaschutz darf nicht auf den Rücken der Mieterinnen und Mieter abgeladen werden. Das ist eine klare Forderung unserer Partei, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat auch alle die Menschen enttäuscht, die vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen wollen. Bei vielen blitzen doch nur die Mercedes-Sterne in den Augen, wenn sie an Mobilität denken. Wir als Linke unterstützen das Bündnis von Verdi und den Umweltverbänden. Die Verdoppelung der Kapazität für Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr bis 2030, einschließlich guter Arbeit für die Beschäftigten, das ist doch ein gutes Ziel, für das sollten wir uns alle einsetzen, meine Damen und Herren. Herr Altmaier, Ihr 20-Punkte-Plan hat nicht zur Stärkung Ihrer Glaubwürdigkeit beigetragen. Sie spielen doch mit gezinkten Karten. Einerseits versuchen Sie mit Hochglanzbroschüren die Grünen als Koalitionspartner zu gewinnen. Doch in Brüssel treten Ihre Parteifreunde auf die Umweltbremse. Im Europaparlament mobilisiert die CDU, Abgeordnete der CDU gegen eine fortschrittliche Klimapolitik und stimmen zusammen mit Rechtsextremen und Klimaleugnern gegen Klimaziele. Das darf noch nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Und damit fallen Sie, by the way, auch noch Ihrer Parteifreundin Ursula von der Leyen, die ja gestern ein Klimaziel ausgegeben hat, es könnte höher sein, in den Rücken. Das ist doppeltes Spiel, und das sollten wir auch den Menschen ganz deutlich sagen. Und außerdem, Herr Altmaier, kommt Ihr 20-Punkte-Plan exakt nach Verabschiedung der wichtigsten Gesetze zu diesem Thema, nämlich des Klimaschutzgesetzes und des Kohleausstiegsgesetzes. Sie gießen also erst Ihre verkorkste Klimapolitik in Beton und dann versuchen Sie, sich ein grünes Mäntelchen umzuhängen. Ich glaube, das ist ein Widerspruch, und darauf sollte niemand hereinfallen. Meine Damen und Herren, die Journalistin Christine Dankbar setzt sich in der Berliner Zeitung mit einer Offenbarung des Vorsitzenden der Unionsfraktion auseinander. Sie schreibt, ich zitiere, es geht diese Woche im Parlament um unsere Zukunft, versichert Brinkhaus. Darüber werde man reden, nicht über laufende Gesetze, nicht über Haushalt. Das heißt kurz und ernüchternd, diskutiert wird ausgiebig, beschlossen wird nichts. Die Kolumne heißt übrigens Politiker im Quasselmodus. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung gibt sich also weiterhin verbal aufgeschlossen, aber bei weitgehender Verhaltensstärke. Wir als Linke sagen deutlich, wir brauchen endlich verbindliche Ziele, um eine Klimakatastrophe zu verhindern, damit es nicht zu spät ist, meine Damen und Herren. Nun wollen Sie die Klimaziele vorrangig durch marktwirtschaftliche Maßnahmen erreichen. Hierzu soll der europäische Emissionshandel reformiert werden, doch damit sind Sie doch bereits gescheitert. Es hat nicht funktioniert und ist auch unsozial. Wer sich in Zukunft teure Produkte mit einem hohen CO2-Preis leisten kann, der wird weiter zum Beispiel Privatjet fliegen und mit dem ökologischen Zeigefinger auf die Menschen zeigen, die sich das nicht leisten können. Wir brauchen also zusätzlich Ordnungspolitik. Wir haben ja hier vor einiger Zeit 9 Milliarden Euro für die Lufthansa zur Verfügung gestellt. Wir als Linke haben gesagt, das muss mit klaren Forderungen verbunden sein. Sicherung der Arbeitsplätze, Einstellung der Inlandsflüge. Das haben Sie nicht aufgegriffen. Das war ein schwerer Fehler. In Frankreich wurde Air France unterstützt in der Corona-Krise. Die Bedingung, die dargestellt wurde, war keine Inlandsflüge. Wenn es in Frankreich geht, warum geht das in Deutschland nicht? Ich denke, das liegt nur an dieser Regierung, und das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Der Plan enthält natürlich auch sinnvolle Vorschläge. Herr Altmaier, Sie haben geschrieben, Sie wollen
ein Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr für Klimaschutz und Wirtschaftsförderung zur Verfügung stellen. Das ist erstmal keine schlechte Idee. Die Frage ist nur, was heißt das konkret und wofür? Und an dieser Stelle ist ganz deutlich darauf hinzuweisen, dass es eine andere Kopplung an das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr geben darf. Es muss endlich Schluss damit sein, dass die Bundesregierung in jedem Jahr 2% des Bruttoinlandsproduktes für Rüstung aufgeben will. Das sind 68 Milliarden Euro im Jahr. Und dabei sind die Kosten, die Leid- und Umweltzerstörung noch nicht eingerechnet, die mörderische Kriege kosten. Keiner, sage ich Ihnen ganz deutlich, kann ernsthaft für Umweltschutz eintreten und gleichzeitig Kriege befürworten. Meine Damen und Herren, wir als Linke sagen, Nachhaltigkeit geht nur sozial gerecht und friedlich. Anders geht es nicht. Dazu braucht es einen Richtungswechsel in der Politik. Wir als Linke sind darauf vorbereitet. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Silvia Kötting-Uhl, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, Papier wird ungeduldig. 2015 wurden in New York die Nachhaltigkeitsziele beschlossen, ebenfalls 2015 der Klimavertrag von Paris. Alle waren sich einig, wir müssen viel mehr tun für Klimaschutz, für Gerechtigkeit, für das langfristige Überleben des Menschen auf unserem Planeten. Und was tut sich im deutschen Kabinett? CO2-Preis, Kohleausstieg, EEG-Nullwelle, überall da, wo Sie etwas Starkes tun könnten, Herr Altmaier, ducken Sie sich weg. Weshalb Ihre starken Aussagen vom letzten Freitag zu einer ernst gemeinten Klimapolitik einfach nichts wert sind. Bestes Beispiel ist Ihr Vorschlag für Kommissionen. Wie Sie mit deren Empfehlungen am Ende umgehen, das haben Sie bei der Kohlekommission vorgeführt. So frustriert man die Zivilgesellschaft, und genau das können wir in diesen Zeiten nicht brauchen. In Ihrer jüngsten EEG-Novelle wollen Sie mit der Hälfte des für Klimaschutz nötigen Ausbaus von jährlich 16 Gigawatt auskommen. Damit es dann trotzdem für 65% Ökostrom im Jahr 2030 reicht, gehen Sie kurzerhand von einer Verringerung des Stromverbrauchs aus. Sie wollen aber, wie wir auch, Elektroautos, Wärmepumpen und Wasserstoff. Das geht doch nicht zusammen. 30.000 Arbeitsplätze in der Windindustrie, die Sie zusammen mit dem florierenden Ausbau der Erneuerbaren an die Wand gefahren haben, waren Ihnen nichts wert. Die Rettung der Lufthansa war Ihnen wichtig, aber ökologische Bedingungen, darauf haben Sie verzichtet. Vernunft und Verschärfung heutiger Ziele gehen beim Klimaschutz Hand in Hand. Da muss man keine Balance suchen, Herr Scheuer. Und Verunsicherung trägt man in die Wirtschaft nicht durch Klarheit, sondern dadurch, dass man von Klimaschutz redet und nichts tut. Der Verkehrssektor hat bislang gar nichts eingespart. Mit den für Sie typischen Kommentaren zur absolut notwendigen Verschärfung der CO2-Grenzwerte für die Pkw-Flotte machen Sie nicht nur sich, sondern wieder einmal die gesamte deutsche Klimapolitik unglaubwürdig. Und Sie legen Hand an das langfristige Überlegen der deutschen Automobilindustrie, indem Sie ihr einreden, die Transformation hätte noch Zeit. Nein, hat sie nicht. Frau Schulze unterstützt den Vorschlag der EU-Kommission für ein schärferes Emissionsziel. Da heißt es jetzt, den Koalitionspartner überzeugen und dann aber auch konsequent sein. Das bedeutet erstens, nicht zu akzeptieren, dass Aufforstung als Minderungsmaßnahme angerechnet wird. Das ist in Zeiten brennender und an Hitze und Dürre sterbender Wälder einfach nur absurd. Wenn Wälder in der Klimakrise sterben und wieder aufgeforstet werden müssen, soll das dann CO2-Einsparung sein? Ernsthaft? Zweitens, unsere nationalen Ziele und Maßnahmen dem neuen EU-Ziel anzupassen und die Chance der EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um zögernde Länder zu überzeugen. Und im Vorblick auf die Haushaltswoche endlich den doppelten klimapolitisch-haushalterischen Benefit des Abbaus klimaschädlicher Subventionen nutzen. Einen doppelten Benefit hätte übrigens auch ein wirksamer CO2-Preis, vor allem wenn die Einnahmen pro Kopf an die Bevölkerung zurückgegeben werden und so einen sozialen Ausgleich schaffen.
Spätestens die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie alle Politikfelder zusammenhängen. Ohne Naturschutz keine Gesundheit, ohne Klimaschutz keine soziale Gerechtigkeit. Es braucht resiliente Städte mit anderer Mobilität, die nicht mehr Kinder, Ältere und Geringverdiener zu Verlierern des Systems machen, weil sie überdurchschnittlich unter Lärm, schlechter Luft, verbrauchter Fläche und Erwärmung leiden. Genauso in der Landwirtschaft. Tierleid, Billigfleisch, unterbezahlte Arbeitskräfte, Überdüngung, Grundwassergefährdung, Schadstoff- und CO2-Emissionen stellen die Negativspitzen des heutigen Systems dar. Sie alle wären schon allein durch die Anbindung der Tierzahl an die Fläche abzufedern. Wenn Sie sich dann noch zum Glyphosatausstieg und einer Pestizidreduktionsstrategie durchringen, hätten Sie nicht nur Bienen und Insekten, sondern auch das Klima ein Stückchen gesünder gemacht. Aber nein, immer wieder Ihre spürbare Angst vor Liebesverlust bei Wirtschaft und Gesellschaft, die Sie auf der Bremse stehen lässt und Sie nicht tun lässt, wovon Sie wissen, dass es getan werden müsste. Dabei sind Wirtschaft und Gesellschaft vielfach längst weiter als Sie. Fridays, Parents, Scientists for Future, Appelle aus der Wissenschaft, das Wirtschaftsforum in Davos, Stiftung 2 Grad oder jetzt gerade die Chefs von 150 internationalen Unternehmen wie Google, Apple, Deutsche Bank, die eine deutliche Senkung des CO2-Ausstoßes anmahnen. Und Sie haben recht. Brände überall auf der Welt, der Regenwald, Kalifornien, die Tundra, Überschwemmungen in Afrika, Dürre in Brandenburg, Waldsterben, Hitze in deutschen Städten, alles bei nur einem Grad durchschnittlicher Erwärmung. Dazu vielleicht noch öfter Zoonosen wie Covid-19, die mit der Zurückdrängung natürlicher Räume zusammenhängen. Der gerade erschienene Bericht zur Lage der biologischen Vielfalt zeigt, dass das Massensterben weitergeht. Und neben allen anderen fatalen Schäden, die der Rückhalt der Artenvielfalt bedeutet, begünstigt er auch das Überspringen von Viren. Wer jetzt den Gong noch nicht gehört hat, dem ist nicht zu helfen. Nehmen Sie die EU-Klimaschutzziele konstruktiv auf und setzen Sie sie für Deutschland um. Und nehmen Sie von mir aus auch Herrn Altmaiers 20 Punkte und füllen Sie sie, aber mit etwas anderem als mit heißer Luft. Sie haben noch 11 Monate Zeit. Mir ist es nicht aus taktischen Gründen recht, wenn Sie weiterhin versagen. In der Sache haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Deshalb nehmen Sie diese Nachhaltigkeits- und Klimawoche als Auftrag. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Carsten Träger, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Nachhaltigkeit, das ist für uns Zukunftsfähigkeit und Zusammenhalt. Es ist wirklich ganz entscheidend, dass wir die Zukunftsthemen voranbetreiben für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, für die Arbeitsplätze, aber dass wir eben auch das Soziale nie aus dem Blick verlieren. Und natürlich die Notwendigkeit, ökologisch zu handeln, ist uns allen, die wir hier sitzen, klar. Und deswegen finde ich, dass dieses Klimaschutzgesetz, aufgrund dessen wir ja heute hier diese Nachhaltigkeitsdebatte führen können, dass das eine richtig gute Sache gewesen ist. Denn genau darin vereinen wir diesen Ansatz, dass wir alles zusammendenken müssen, dass diese Herausforderung eben nicht einfach mit einer Kleinigkeit in einem oder in ein, zwei Gesetzen zu stemmen ist, sondern dass wir einen langen Weg gehen auf dem Weg hin zur Treibhausgasneutralität 2050. Und dieses Parlament nimmt sich das Recht, jedes Jahr diesen Weg zu überprüfen. Wir geben klare Zielvorgaben für jeden Sektor und wir debattieren jedes Jahr, wird dieser Weg schnell genug gegangen. Und das ist klar. Es ist klar, dass das natürlich der Opposition nicht schnell genug geht, aber ich erlaube mir den Hinweis darauf, dass das Gesetz noch nicht mal ein Jahr in Kraft ist und deswegen eine kleine Zwischenbilanz dieses Jahr mehr ein Blick in die Zukunft sein muss. Trotzdem weise ich darauf hin, dass wir viel geschafft haben in dem ganzen Bereich. Das Kohleausstiegsgesetz ist für mich ein Sinnbild für ein gutes, nachhaltiges Gesetz, weil wir den Ausstieg schaffen. 2038 ist manchen zu wenig, mir persönlich aus, aber das Türchen ist offen, dass wir 2035 das machen können. Und ich rate auch immer, schaut nicht nur auf das Ende, schaut auf den Anfang. In den nächsten 3 Jahren legen wir die letzten Atomkraftwerke in
Deutschland still und ein Drittel unserer Kohleerzeugungskapazitäten. Das wird sofort schnelle Wirkung erzielen und den Klimaausstoß in Deutschland, der Ausstoß der klimaschädlichen Gase, deutlich reduzieren. Und wir tun das. Und wir halten dabei unser Versprechen, dass wir keinen Kumpel ins Bergfreie fallen lassen. Wir nehmen viel Geld in die Hand, um den Ausstieg sozial abzufedern. Wir investieren in den Regionen, in Infrastruktur. Wir verlagern Behörden dorthin. Wir locken Unternehmen, damit eben Arbeitsplätze geschaffen werden für diejenigen Leute, die vom Kohleausstieg betroffen sind. Das ist für mich ein nachhaltiges Gesetz. Und diesen Grundsatz müssen wir viel öfters anwenden. Und wir tun ja noch viel mehr. Wasserstoffstrategie. Und nur um es zu nennen, 7 Milliarden pumpen wir in diesen Hochlauf dieser neuen Technologie, die am Ende natürlich dann auch Arbeitsplätze in Deutschland schaffen und sichern wird. Wir stecken viel, viel Geld in den Hochlauf der Elektromobilität, auch als Konjunkturprogramm. Und da wäre es schön, wenn der Verkehrsminister die Voraussetzungen schafft, dass wir auch das schnell auf die Straße bringen, das Ladesäulenprogramm, soll ja ein Konjunkturprogramm sein, das in der Krise seine Wirkung entfaltet und nicht erst nach der Krise. Das wäre meine dringende Bitte. Wir machen Förderung von energetischen Sanierungen mit massiver Unterstützung durch den Staat. Und da kann man nicht sagen, dass Klimaschutz Geld kostet, sondern das wird die Wirtschaft ankurbeln. Und es ist aber auch so ausgestaltet, dass die Menschen das bezahlen können und davon natürlich profitieren, sowohl die Umwelt als auch unsere wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Und wir scheuen uns auch nicht, dann das scharfe Schwert Ordnungsrecht anzuwenden. Denn ab 2025 ist dann einfach der Einbau von neuen Ölheizungen nicht mehr erlaubt in Deutschland. Ich finde, wir haben in diesem Bereich wirklich geliefert. Die Bilanz dieser Regierung ist dort wesentlich besser als in der öffentlichen Meinung. Und bevor meine Redezeit abgelaufen ist, nur noch einen Hinweis, liebe Frau Glöckner. Ich würde Sie bitten, dass Sie bei dem zweiten großen Thema, das wir haben, neben dem Klimaschutz, das sind Artensterben und den Insektenschutz. Und nach meiner Wahrnehmung könnte es ein bisschen schneller gehen. Ich würde Sie bitten, gehen Sie von der Bremse runter und machen Sie den Weg frei, dass wir endlich das Insektenschutzgesetz auch im Parlament debattieren können. Wir sind da mittlerweile mehr als ein Jahr im Verzug. Und ich freue mich auf Ihre Antwort. Sie werden ja sicherlich dann gleich sprechen zu dem Thema. Hier wäre es mir ein großes Anliegen, dass wir beim Insektenschutz vorankommen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Carsten Hilse, AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, mit Ihrer Genehmigung, Herr Schäuble, zitiere ich Sie höchst selbst. Die Corona-Krise ist eine große Chance. Zitat Ende. Und meinen damit aus meiner Sicht die Chance, via Angst Pläne, die sich sonst nicht umsetzen ließen, durchzusetzen. Angst, welche allein die Regierung und ihre medialen Unterstützer mit ihrer Corona-Panik erzeugt haben. Angst, die auch Herr Altmaier nutzen will, aktuell mit seiner Charta für den Klimaschutz. Er will uns damit glauben machen, dass die Wirtschaft für ihren Gang zum Schafott nur einen festen Zeitplan benötigt. Planungssicherheit nennt er das. Sie würde sich dann freudig auf die Ausgeburt der Planwirtschaftshölle stürzen und im Gleichschritt in ihr Elend marschieren. Das nennt er dann Klimaschutz und Wirtschaft versöhnen. Wir wissen, was die Wirtschaft zum größten Teil unter Versöhnen versteht. Alle Subventionen abgreifen, immer mehr fordern, aber verstärkt und sehr schnell aus diesem Land verschwinden. Und mit ihr die Wertschöpfung, unsere Kaufkraft und unser Wohlstand. Und zwar für immer. Und deswegen müssen wir, das Parlament, die Vertretung des deutschen Volkes als souverän diesen Leuten in den Arm fallen, bevor es zu spät ist. Das bedeutet zuallererst, aus der unseligen Klimaübereinkunft von Paris auszusteigen. Diese völlig unverbindliche Übereinkunft legt nur gefühlte zulässige Temperatursteigerung von 1,5 oder auch 2 Grad fest, ohne jemals zu quantifizieren, von welchem konkreten Temperaturausgangswert sich dieser statistische Mittelwert verändern darf. Außer inhaltsleeren Worthülsen finden sich dazu nichts in den fast 30 Seiten. Also kann auch niemand die Wirkung irgendeiner Maßnahme überprüfen.
Stattdessen wird darin ebenso unverbindlich festgelegt, dass jeder Staat benennen soll, wie viel CO2 er einsparen will. Nicht muss, sondern will. In der völlig unbelegten Annahme, dass das menschengemachte CO2 die Temperatur dieses Planeten maßgeblich beeinflusst. Und es steht noch drin, allerdings nur indirekt, dass der Green Climate Fund ab 2020 100 und ab 2025 500 Milliarden Dollar jährlich verteilen soll. Und das leider an teilweise korrupte Eliten, die zwar ihre ersten Selbstverpflichtungen gemeldet haben, aber keine Taten folgen ließen. Die weltweiten Emissionen stiegen seit 1997 um mehr als 50%. Trotz Klimahysterie, trotz bisher 23 Klima-Mammut-Konferenzen. Einstein soll gesagt haben, eine Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu versuchen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Zeigen Sie, dass Einsteins Zitat nicht für diesen Bundestag gilt. Ändern Sie Ihren Kurs, stimmen Sie für unser Deutschland, retten Sie Deutschland aus dem Würgegriff der Klimamafia, so wie es Präsident Trump vor knapp einem Jahr bereits getan hat. Am 4. November ist die Übergangsfrist für den Austritt abgelaufen. Deshalb wünsche ich von hier aus Ihnen, Mr. Präsident Trump, für den 3. November viel Erfolg. Mögen Sie die Wahl gewinnen und das amerikanische Volk am 4. November aus der Geiselhaft des selbsternannten Weltklimarates führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Marie-Louise Dött, CDU-CSU, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man eine nachhaltige Entwicklung voranbringen will, dann geht es auch um die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft. Die Vermeidung von Abfällen und das Schließen von Stoffkreisläufen ist eine Voraussetzung für Ressourcenschutz, für Klimaschutz und für eine prosperierende Wirtschaft und natürlich auch für Arbeitsplätze in unserem Land. Gerade Deutschland als rohstoffarmes Land muss Vorreiter bei der Kreislaufwirtschaft sein. Und meine Damen und Herren, wir sind es auch. Wir haben die Kreislaufwirtschaft in den letzten Jahren mit einer Vielzahl von Gesetzesinitiativen weiterentwickelt, und wir lassen nicht nach. Wir arbeiten aktuell an einer Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Batteriegesetzes, novellieren die Altfahrzeugverordnung, setzen die Vorgaben der Europäischen Union zum Verbot von Einweg-Kunststoffartikeln um. Wir haben im Bereich der Kreislaufwirtschaft viele Mittelständler, die mit ihren innovativen Unternehmen tausende Arbeitsplätze sichern. Wir wollen diese Entwicklung weiter voranbringen. Ein erster wichtiger Ansatz dafür ist die Produktpolitik. Mit der Gestaltung der Reparaturfreundlichkeit und gegebenenfalls auch mit einem Verbot von Produkten entscheiden wir auch über das Abfallaufkommen. Aber wir können Produkte nur verbieten, wenn wir einen nachweislich ökologisch besseren Ersatz haben. Eine Kreislaufwirtschaft auf der Grundlage gefühlter ökologischer Vorteile führt umweltpolitisch in die Irre und ist wirtschaftlich schädlich. Wir brauchen zur wissenschaftlichen Beurteilung der Vor- und Nachteile Ökobilanzen. Ein zweiter Ansatz ist die Stärkung des stofflichen Recyclings. Es macht keinen Sinn, Abfälle zu hohen Kosten zu trennen, zu sammeln und zu sortieren, wenn man sie am Ende nicht nutzt. Wir sollten uns deshalb bestimmte Branchen ansehen und prüfen, welche Möglichkeiten der Wiedernutzung für Rezyklate möglich sind. Bei Materialien für den Tiefbau wie Rohren sind die Chancen für einen Rezyklateinsatz sicherlich größer als bei Lebensmittelverpackungen. Zudem muss auch der Rechtsrahmen auf den Prüfstand. Beim Bodenschutz, Gesundheitsschutz, Chemikaliensicherheit oder dem Lebensmittelrecht müssen wir dafür sorgen, dass Zielkonflikte für Rezyklatnutzung abgebaut werden. Eine Null-Schadstoff-Strategie, wie im Green Deal angekündigt, hilft hier jedenfalls nicht weiter. Und drittens müssen wir prüfen, wie wir den preislichen Nachteil der Rezyklate gegenüber Primärmaterial reduzieren. Auch hier gibt es unterschiedliche Ansätze, die geprüft werden müssen. Ein vierter wichtiger Ansatz ist die öffentliche Beschaffung, stärker auf die Rezyklatnutzung auszurichten. Mit der aktuellen Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sorgen wir in den Ausschreibungen für eine Gleichbehandlung von Rezyklaten.
Und wir werden in Europa und Deutschland die Kreislaufwirtschaft weiterentwickeln. Aber wir müssen auch international stärker zusammenarbeiten. Wir unterstützen andere Länder beim Aufbau von Abfallmanagement und Entsorgungsinfrastruktur. Aber wir können hier deutlich noch besser werden. Das hilft dem Meeresmüll, hilft den Partnerländern, unterstützt unsere Unternehmen und schafft Arbeitsplätze in Deutschland. Kreislaufwirtschaft muss endlich ein wesentliches Element nachhaltiger Entwicklung als ein wesentliches Element nachhaltiger Entwicklung verstanden werden und gehört deshalb stärker in den Mittelpunkt der Politik. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Lukas Köhler, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kötting-Uhl hat Ihnen gerade mit ein paar Fehlern ein sehr, sehr düsteres Bild dargelegt und gezeigt, wo man alles aussteigen muss, was man alles reduzieren muss, wovon es alles weniger geben muss. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, aber wenn wir über die Nachhaltigkeit sprechen, dann kann man das so sehen. Meiner Meinung nach gibt es eine andere Möglichkeit. Und überlegen wir mal, was wir, und das richte ich auch in die richtigen AfD, die ohne viel Ahnung in eine falsche und andere Richtung gegangen sind. Man kann über den Klimaschutz sprechen und über die Chancen und Möglichkeiten, die dabei entstehen. Denn überlegen wir uns mal, was der Klimaschutz für uns hier in Deutschland bedeutet, vor allen Dingen, was er aber weltweit bedeutet. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine starke, eine funktionierende, eine innovative Anlagentechnologie. Denn nur die wird irgendwann mal die Möglichkeit bieten, wirklich viel CO2 zu reduzieren. Was brauchen wir noch? Wir brauchen verdammt gut funktionierende neue Werkstoffe. Wir brauchen leichte Materialien. Wir brauchen gute Verbundstoffe. Wir brauchen die Möglichkeiten, die also die Chemieindustrie uns heute bietet. Und das Dritte, was wir brauchen, ist verdammt gut funktionierende Energienetze. Wir brauchen Netze, die die Energie, und zwar die nicht fossile Energie, von A nach B bringt, ohne dass es zu Problemen kommt. Jetzt können wir mal überlegen, was haben wir denn in Deutschland? Wir haben die besten Anlagenbauer der Welt. Wir haben Ingenieure, wir haben Tüftler, die jeden Tag richtig, richtig, richtig gute neue Lösungen für die Probleme, die wir haben, finden. Was ist das Zweite, was wir haben? Wir haben eine verdammt gut funktionierende Chemieindustrie, die jeden Tag auch hier aufs Neue dafür sorgt, dass wir richtig gute, neue, tolle Produkte haben. Was haben wir noch? Auch wenn wir immer, auch wir gerne mal drüber herziehen, eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir ein verdammt gut funktionierendes Energienetz. Und eigentlich haben wir auch eine verdammt gut funktionierende Energieversorgung, die selbst mit so Shenanigans aus der erneuerbaren Energieindustrie klarkommt. Und dafür müssen wir sorgen, dass diese Sachen so bleiben. Wenn wir die Sachen also übereinander legen, dann haben wir das, was wir in Deutschland brauchen, um wirklichen Klimaschutz zu betreiben. Und das ist die Herausforderung. Das müssen wir weiterführen. Das funktioniert aber nur durch kluge politische Rahmenbedingungen und nicht durch diese ganzen vielen 1000 Einzelmaßnahmen, die es gibt. Und ja, LULUCF in den Emissionshandel zu integrieren, bedeutet, eine einheitliche Form davon zu haben, wie wir Klimaschutz anständig benutzen und anständig mit dem Klimaschutz umgehen. Denn es geht darum, CO2 zu reduzieren. Es geht darum, dafür zu sorgen, die Gesamtheit an CO2 neutral zu stellen bis 2050. Und da müssen natürlich alle Emissionen, aber auch alle Reduktionen von Emissionen mit drin sein. Das funktioniert technologisch. Und deswegen freue ich mich auch. Und ich freue mich. Und ich muss sagen, dass Sie, liebe Linke, und Sie, liebe Grüne, hier taktisch versuchen, die Charta von Peter Altmaier deswegen kleinzureden, weil Sie Sorgen haben, dass Sie dann sich committen müssten auf Ziele, die Sie nicht nutzen wollen. Das finde ich eigentlich schade. Aber ich will sagen, dass das mehr als leere Worte wie beim letzten Mal sein müssen. Lieber Herr Altmaier, Ihre Fraktion, Ihre Partei hat vor einem Jahr schon mal angekündigt, dass das das Ziel wäre, dass wir über Klimaschutz reden wollen. Und was ist passiert? Gar nichts. Wir haben sogar einen Brief an Sie geschickt und ich weiß noch nicht mal, ob wir eine Antwort drauf gekriegt haben. Und das ist doch das Problem. Leere Worte sind genau das Falsche in der Klimapolitik. Denn leere Worte bringen der Chemieindustrie nichts. Leere Worte bringen den Anlagenbauern nichts. Leere Worte bringen unserer energieintensiven Industrie nichts. Und die brauchen wir, um wirklichen Klimaschutz umzusetzen. Und wo Sie gerade reinrufen, Frau Weisgerber, Sie reden immer von synthetischen Kraftstoffen. Ich erwarte immer noch,
dass Sie mir aufzeigen, wie Sie die in den Flottengrenzwerten einverhandeln wollen. Ich warte immer noch darauf, dass Sie mir zeigen, wie Sie den europäischen Emissionshandel wirklich aushandeln wollen. Und ich warte immer noch darauf, dass Sie Gesetze machen, die nicht wahrscheinlich vom Verfassungsgericht gekippt werden. Weil das wäre eine Aufgabe für eine konservative CDU, die sagt, ja, wir wollen, CDU, CSU, Entschuldigung, ja, wir wollen dafür sorgen, dass Klimaschutz umgesetzt wird. Rechtskonforme Gesetze, das wäre der erste Schritt. Und meine Damen und Herren, wenn wir das alles machen, wenn wir Rahmen so setzen, dass Sie Innovation, Marktwirtschaft und Wettbewerb fördern und wenn Sie dafür sorgen, dass das auch auf den Klimaschutz ausgerichtet ist, dann machen wir wirkliche Nachhaltigkeitspolitik. Und meine Damen und Herren, das können wir tun. Dazu bieten wir Ihnen jeden Tag aufs Neue an, wie das funktionieren kann. Ich hoffe, Sie folgen uns. Vielen herzlichen Dank. Rainer Spiering, SPD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, zur AfD. Wer sich hier in diesem Haus öffentlich zu Trump und zur Lügen- und Verschwörungspolitik bekennt, der bekennt sich zu einer Politik, die für Deutschland auf jeden Fall nicht die richtige Politik ist. Sie haben sich übrigens an einer Stelle entlarvt. Wer bei einem Hundertstel der Weltbevölkerung für sich einfordert, ein Fünfzigstel der Energie und des CO2-Ausstoßes für sich in Anspruch zu nehmen, der sagt, welche Ansprüche er hat und welche Ansprüche er anderen zubilligt. Den Dreisatz versteht jeder. Was mir hier heute ein bisschen fehlt, und das hat mir bei den Grünen auch gefehlt, ist der Ansatz Zukunft. Ich habe so ein bisschen an die apokalyptischen Reiter gedacht. Als ich daran gedacht habe, was für ein Bild Sie hier aufzeigen. Und das sage ich auch noch mal zur AfD. Aus der Geschichte kann man lernen, dass Sie da Schwierigkeiten haben, ist bekannt. Aber wenn ich mal daran denke, was uns in diesem Land stark gemacht hat, dann ist das Motorenbau, Anlagen und Maschinenbau gewesen. Und der Diesel hat tatsächlich die Welt auf den Kopf gestellt. Und jetzt stellen wir das noch mal, indem wir in andere Energien gehen, in andere Energieformen. Und auch zeigen, was wir können. Windräder ist exzellenter deutscher Maschinenbau. Alles. Damit kann man Geld verdienen, weltweit. Und das muss das Signal sein an die Menschen. Wir produzieren hier neue Arbeitsplätze durch neue Technologie. Und das müssen wir fordern, Herr Minister Altmaier. Zur Landwirtschaft. Liebe Gitta Connemann, ich hätte mir auch da eine etwas zukunftsorientiertere Rede vorgestellt. Landwirtschaft muss in diesem Land Zukunft haben. Zukunft bedeutet aber, so hart wie das ist, immer Veränderung. Und auch die Landwirtschaft muss in einen Veränderungsprozess kommen. Wir werden das heute Nachmittag noch mal bei der Frage ASB diskutieren, nämlich auch Stoffkreisläufe. Und wenn wir der Landwirtschaft wirklich helfen wollen, Frau Ministerin Klöckner, wir haben Ihnen so viel Geld zur Verfügung gestellt für Digitalisierung. Das neue Handwerkzeug des 21. Jahrhunderts. Nutzen Sie es. Sie hatten zugesagt, zu Mitte August die Machbarkeitsstudie der Masterplattform vorzustellen. Sie haben das nicht leisten können. Und wenn wir die Probleme der Landwirtschaft werden lösen wollen, dann brauchen wir Fakten, Daten und Ausgangssituationen. Und die können wir nur mit dem modernen Handwerkzeug der Digitalisierung leisten. Tun Sie an der Stelle etwas, helfen Sie den Landwirten, mit denen Sie ihnen Fakten geben, Erkenntnisse und Handwerkszeug, um zu verändern. Das muss der Ansatz sein. Nur auf der Basis von Faktenwissen können wir agieren. Und zum Abschluss, wenn mir ein prominenter Wissenschaftler in Deutschland sagt, wir sind heute dazu in der Lage, jedes Güllefass zu erfassen und bei jedem Güllefass festzustellen, wo wird etwas ausgebracht, dann frage ich mich, warum haben wir das nicht bereits getan? Jetzt hat das Wort die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, lebe vom Ertrag,
leben nicht von der Substanz. Was das bedeutet, das wissen Land- und Forstwirte nur zu gut. Es bedeutet ihr Überleben, es bedeutet unser aller Überleben. Und Land- und Forstwirte, Gartenbauer, Fischer, sie denken nicht in Quartalen, sie denken in Generationen. Wir müssen Nachhaltigkeit aber ganzheitlich verstehen. Anders als zum Beispiel die Grünen, die nur auf die Ökologie achten. Ganzheitlich heißt, Ökologie im Blick zu haben, aber auch die ökonomische Basis und die soziale Balance. Und was das bedeutet, dass wir Ressourcen wertschätzen und nicht verschwenden, dass wir Land- und Ernährungswirtschaft intelligent weiterentwickeln, dass wir unsere natürlichen Verbündeten im Klimaschutz aktivieren, nämlich unsere Wälder und unsere Böden. Und wir haben deshalb in meinem Ministerium einen 10-Punkte-Plan erarbeitet mit ganz konkreten Maßnahmen. Vom Schutz des Moorbodens über Energieeinsparungen, Gartenbau. Ja, die Grünen werden dann unruhig, wenn es konkret wird, weil sie dann von ihrer Flughöhe runter müssen. Und dann zeigt sich, wer wirklich Klimaschutz ernst nimmt, weil er es in den Alltag überträgt. Und vom Schutz des Moorbodens über Energieeinsparungen, Gartenbau, über eine emissionsarme Tierhaltung, über den Humusaufbau im Ackerland sowie die Stärkung unserer Wälder, über die Reduzierung von Lebensmittelabfällen bis hin zur Förderung eines regionalen, eines nachhaltigen Konsums. Und wir machen es konkreter. Wir fördern, wir setzen das um als Bundesregierung, nachwachsende Rohstoffe, Autoreifen aus Löwenzahn, Gummistiefel aus Mais, Fahrradhelme aus Holzfasern. Das mag lächerlich klingeln, aber die einen wollen verbieten und wir bieten Lösungen an. Das ist Nachhaltigkeit. Und deshalb sage ich auch ganz klar, Stichwort Holz, unser Klimaschützer Nummer eins, das ist der Wald. Er liefert uns den bedeutendsten nachwachsenden Rohstoff, das Holz. Und Holz speichert den Kohlenstoff, oft über Jahrzehnte, in Möbeln, in ganzen Häusern. Wir mögen den Wald, wir mögen Bäume, wir mögen Möbel aus Holz, aber die Grünen mögen nicht, dass Bäume geschlagen werden und geerntet werden. Wir sagen Ja zu einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung, denn ansonsten werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen können. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir alle wissen, der Zustand unseres Waldes, der ist dramatisch. Wir brauchen den Wald, unsere grüne Lunge, und jetzt braucht er uns. Schadholz räumen, Schutz vor Schädlingen, standortangepasste, stabile Baumarten pflanzen. Und deshalb nimmt die Bundesregierung, nehmen wir gemeinsam 1,5 Milliarden Euro in die Hand. Und die Große Koalition will in den kommenden Jahren das für die Zukunft investieren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder Baum, der jetzt nicht gepflanzt wird, der ist eine verpasste Chance für unsere Enkel und Urenkel. Und deshalb machen Sie mit bei den Deutschen Waldtagen, die wir im Anschluss eröffnen werden. Aber, verehrte Damen und Herren, Nachhaltigkeit, da sind wir alle gefragt, nicht immer nur die anderen. Nachhaltigkeit, Verbraucherinnen und Verbraucher, das heißt, Lebensmittel wertzuschätzen und nicht wegzuwerfen. Aber bitte auch die einmal wertzuschätzen, die für unsere Lebensmittel sorgen und ihnen nicht ständig unterstellen, dass sie Klimavergifter sind, dass sie Tiere quälen und dass sie den Insektenschutz schleifen würden. Und deshalb sage ich ganz klar, ein Drittel aller produzierten Lebensmittel landen im Müll. Das ist zu viel, während 700 Millionen Menschen weltweit Hunger leiden. In unseren Lebensmitteln stecken Wasser, Energie, Rohstoffe, Arbeitskraft, Sorgfalt und auch Herzblut und Lebensmittelverschwendung. Dadurch entstehen Treibhausgasemissionen, 8% der weltweit anfallenden Mengen. Und das setzt unsere Erde unter Druck. Und deshalb haben wir uns verpflichtet. Also wir haben das gemacht als Große Koalition. Die Lebensmittelverschwendung pro Kopf, die wollen wir halbieren und Lebensmittelverluste entlang der gesamten Produktion und Lieferkette reduzieren. Und die Reaktion der Grünen zeigt, dass wir genau diesen Punkt getroffen haben, weil sie kein Wahlkampfthema mehr haben, weil wir Umsetzungskompetenz und nicht nur Forderungskompetenz haben. Wir erfassen die Höhe der Lebensmittelabfälle auf jeder Stufe. Und so können wir nachvollziehen, wo Schwierigkeiten sind. Wir haben eine kluge nationale Strategie zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung entwickelt, die Vorbild für die Europäische Union geworden ist. Und das ist nationale Politik, die einen globalen Anspruch auch hat. Und deshalb sage ich auch Produzenten, die Landwirte, das sind wirkliche Praxis-Klimaschützer, weil sie tatsächlich CO2 speichern können. Im Gegensatz
zu Theorie-Klimaschützern, die viel fordern, aber keinen Milligramm CO2 aus der Luft holen. Frau Kotting-Uhlig hat das ebenso schön gesagt. Oder auch Herr Spiering. Herr Spiering, wir haben die Experimentierfelder eingeführt und zeigen, wie Digitalisierung läuft. Denn die Landwirte, ja, sie schützen Artenvielfalt. Energieverbrauch wird reduziert. Emissionen werden eingespart. Wer fordert, dass Landwirtschaft sich verändern muss, hat überhaupt nicht mitbekommen, wo wir heute schon stehen. Wir sind nicht auf der Standspur. Wir sind schon längst auf der Überholspur. Wir lösen Zielkonflikte. Wir sagen nicht entweder oder, das eine verbieten, das andere lassen, sondern wir zeigen, wie Lösungen gehen. Klimaschutz und Tierhaltung, Tierwohl zusammenzubringen. Mehr Emissionen. Ja, wir forschen auch an Futtermitteln, die weniger Methan dann ausstoßen. Ja, wir forschen daran, wie wir mit Drohnen Schädlinge auf den Ackerflächen früher erkennen können, damit wir nicht in die Bodenbearbeitung in erosionsgefährdeten Gebieten kommen. Das sind Zielkonflikte. Weniger Pflanzenschutzmittel, passgenau aufgebracht. Das sind Lösungen. Und deshalb sage ich, ja, es geht um nichts weniger als um die Bewahrung der Schöpfung. Es geht darum, dass wir von den Erträgen leben und nicht von der Substanz. Und das geht nur mit Experten. Nächster Redner ist der Kollege Marco Bülow. Moment, Moment. Bitte. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin, wollen. Machen wäre mal schön. Machen ist wie wollen, nur krasser. Sehr geehrte Damen und Herren, was ist die Gemeinsamkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie zum Beispiel der Relativitätstheorie oder noch viel einfacher, dass die Erde sich um die Sonne dreht, und gesellschaftlichen Erkenntnissen wie die Abschaffung der Sklaverei und zum Beispiel das Frauenwahlrecht? Die Gemeinsamkeit ist, dass es meistens mit einer Idee, mit einem Menschen anfing, der diese Erkenntnis hat, dann einer kleinen Gruppe. Und bekämpft wurden diese Ideen, diese Fortschritte, diese Erkenntnisse immer von den Reaktionären und immer von den konservativen Kräften. Und auch obwohl sie sich dann durchgesetzt haben, die progressiven Kräfte sie immer unterstützt haben, blieb es immer bei den Leugnern und blieb es immer bei den konservativen Kräften. Aber am Ende haben sie sich durchgesetzt. Und so wird es auch beim Klimaschutz sein. Am Ende wird sich durchsetzen, einen richtigen Klimaschutz zu machen. Nur in diesem Fall ist es die Frage der Zeit, wann sich es durchsetzt. Es muss sich schneller durchsetzen, als es bei den anderen Ideen war. Wir müssen nämlich jetzt schneller handeln, weil ansonsten die Kosten viel zu hoch sind und weil ansonsten die Schäden viel zu hoch sind und weil ansonsten das Leiden viel zu hoch ist. Deswegen muss sich diese Erkenntnis diesmal viel schneller durchsetzen und auch in Handeln umsetzen. Und wissen Sie, was noch eine Gemeinsamkeit ist von diesen Erkenntnissen auf gesellschaftlicher Ebene und den Fortschritten? Dass es am Ende nicht die Leugner waren, die das verhindert haben, die den Fortschritt verhindert haben, sondern diejenigen waren, die beschönigt haben, die Nebelkerzen geworfen haben, die viel Brimborium drum gemacht haben, aber am Ende doch gebremst haben. Das hat viele Ideen ganz lange verzögert, über die wir heute lachen, wo keiner mehr versteht, dass es mal eine andere Zeit gegeben hat. Deswegen müssen wir endlich anfangen, aufzuhören, schön zu reden, tolle Pläne zu machen, viel von Wollen zu reden, sondern wirklich handeln. Nehmen wir zum Beispiel mal den Wald. Ja, dann wird gesagt, das ist der größte Klimaschützer. Ja, aber Wald ist eben nicht gleich Wald. Gucken wir uns die Wälder doch zum Teil an. Das sind Monokulturen, wo einzelne Bäume stehen, wo nichts drunter wächst. Und wenn man sich die Nadelhölzer jetzt in Deutschland anguckt, dann sterben sie überall weg wegen der Trockenheit. Also gehen wir doch mal in die richtige Diskussion. Ja, wir wollen den Wald. Und ich bin auch nicht dagegen, dass wir auch teilweise den Wald nutzen. Aber wir brauchen eben auch Wälder und Moore, die unberührt sind, die wirklichen Klimaschutz leisten. Und dann haben wir einen Fortschritt. Vielen Dank. Dr. Klaus-Peter Schulze, CDU-CSU, hat als Nächster das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Der Weltbiodiversitätsrat hat im vergangenen Jahr festgestellt, dass etwa 1 Million Tier- und Pflanzenarten akut vom Aussterben bedroht sind und dass 3/4 der terrestrischen Naturräume und 2/3 der Meeresnaturräume in ihrem Zustand erheblich verändert wurden. Ich möchte in meiner kurzen Redezeit auf 2 Dinge eingehen, wo wir in der Vergangenheit aus meiner Sicht bei der Förderung der regenerativen Energien das Thema biologische Vielfalt ausgeblendet haben und uns das jetzt auf die Füße fällt. Im Jahr 2000 wurde mit dem EEG die Problematik Biogasanlagen vorangetrieben, in dessen Folge wir in den letzten 20 Jahren 300.000 Hektar Grünland, über die Bedeutung des Grünlandes haben schon einige vor mir gesprochen, weniger haben und 1,1 Millionen Hektar mehr Maisanbau mit einer für alle sichtbaren Monotonisierung unserer Landschaft. Keiner weiß mehr oder möchte, dass heute daran erinnert werden, dass diese Rahmenbedingungen unter anderem dafür Verantwortung tragen, dass unsere Insektenfauna deutlich zurückgegangen ist. Das muss man ganz einfach wissen und an dieser Stelle auch mal benennen. Zweites Beispiel, und da glaube ich, können wir in den nächsten Monaten einen besseren Weg gehen. Die deutsche AWZ in der Nordsee ist für die Seetaucher aus der Westpalertis das größte Überwinterungsgebiet, und wir haben damit internationale Verantwortung zu tragen. Im Jahr 2002 hat der grüne Umweltminister gegen den Rat vieler Fachleute entschieden, eine Offshore-Windanlage in so ein Überwinterungsgebiet reinzubauen. Die Folge ist, und das hat die Universität Kiel in jahrelangen Untersuchungen bewiesen, dass diese Überwinterungspopulation deutlich geschrumpft ist, etwa um 1/4. Und jetzt diskutieren wir über den Ausbau von Offshore in den nächsten Jahren. Und ich möchte gerne, Herr Minister Altmaier, aus Sicht des Naturschutzes, dass wir diese Belange dort genauso berücksichtigt finden in einer Raumordnung wie die Belange der Fischerei, wie die Belange der Seefahrt, wie die Belange der Nutzung der Bodenschätze, die dort sind. Das muss unter einem Hut passen, und wir müssen in den nächsten Monaten nachweisen, dass wir das besser können, als es im Jahr 2001 gemacht wurde. Herzlichen Dank. Voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Dr. Anja Weisgerber, CDU/CSU. Werter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachhaltigkeit heißt für uns heute schon, an morgen zu denken. Lebensqualität für diejenigen zu gewährleisten, die noch nicht geboren sind. Das ist eine enorme Verantwortung für uns alle, die wir wahrnehmen. Und wir von Seiten der Union haben diese Nachhaltigkeitstage auch genau aus diesem Grund angestoßen. Die Corona-Krise hat uns gelehrt, dass wir uns vorbereiten müssen, dass wir präventiv, vorausschauend und vor allem nachhaltig handeln müssen. Dass es jetzt auch darum geht, unsere Wirtschaft klimafreundlich wieder aufzubauen, nachhaltig wieder aufzubauen. Nur so sind wir für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet. Deshalb haben wir ein Konjunkturprogramm aufgelegt, das ein wahres Kraftpaket ist für mehr Klimaschutz und mehr Umweltschutz. Insgesamt sind es 40 Milliarden Euro, die im Konjunkturpaket mittelbar oder unmittelbar in den Klimaschutz, in den Umweltschutz investiert werden. Ich bin ein Stück weit stolz darauf, denn wir Klimapolitiker und Umweltpolitiker haben dafür auch die Ideen geliefert. Zusammen mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz, mit unserem Klimaschutzpaket, investieren wir insgesamt jetzt 90 Milliarden Euro in den Klimaschutz. Das nimmt der Staat in die Hand. Und diese Maßnahmen werden dafür genutzt, dass wir uns eben klimafreundlich aufstellen, nachhaltig aufstellen. Ich möchte nur einige Beispiele nennen. Wasserstoff. Die Wasserstoffstrategie dient jetzt auch dazu, dass wir unsere energieintensive Wirtschaft dabei begleiten,
den Wasserstoff in Zukunft einsetzen zu können, die industriellen Prozesse zu dekarbonisieren. Wasserstoff ist ein ganz wichtiger Schlüsselrohstoff zur Erreichung unserer Klimaziele. Das Handlungskonzept Stahl, das die Bundesregierung vorgelegt hat, wird dafür sorgen, dass wir weiterhin Stahl in Deutschland produzieren, das aber klimafreundlich, klimaneutral schlussendlich machen können. Die Innovationsprämie, die wir aufgelegt haben, damit unterstützen wir die Elektromobilität. 2,2 Milliarden werden in diesen Bereich investiert. Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm und die steuerliche Förderung im Bereich der energetischen Gebäudesanierung, das sind wichtige Investitionen im Sektor Wärme. All das ist ein Paket, das ich sehen lassen kann. Und deswegen sage ich auch, unsere Politik, unsere nachhaltige Politik, heißt, Maß und Ziel zu bewahren, Klimaschutz mit Augenmaß zu machen, die Auswirkungen zu bedenken auf Wirtschaft, auf die soziale Seite, aber auch die Akzeptanz der Menschen zu behalten. Klimaschutz und Umweltschutz mit den Menschen und nicht gegen sie. Das ist unser Motto. Und deswegen sage ich, in Richtung der Opposition. Hören Sie doch endlich mal mit dem Märchen auf, dass wir nichts vorgelegt haben. Wir haben ein Klimaschutzpaket vorgelegt, das sich sehen lassen kann, dass es so in der Geschichte der Bundesregierung und der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat, aus drei Teilen. Zum einen Maßnahmen, über 60 Maßnahmen mit Förderung, mit Anreizen, um die Bürger dabei zu begleiten, auf klimafreundliche Technologien umzusteigen, mit einem Klimaschutzgesetz, mit Sektorzielen in einzelnen Bereichen und einer CO2-Bepreisung. Wir geben CO2 einen Preis. Und ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel auch mal wahrgenommen wird, dass wir mit dieser CO2-Bepreisung einen europäischen Prozess angestoßen haben. Die EU-Kommission hat jetzt angekündigt, den Emissionshandel auch auf die Bereiche Wärme und Verkehr auszuweiten. Das ist genau der richtige Weg, denn wir schaffen mit einem marktwirtschaftlichen Instrument Klimaschutz. Dieser Emissionshandel hat dazu geführt, dass wir auch in Deutschland unsere Klimaziele allen Unkenrufen zu trotz unser 2020-Ziel jetzt einhalten werden. Und zwar unabhängig von Corona hat es Agora Anfang des Jahres schon bestätigt. Und deswegen sage ich noch mal in die Richtung der Opposition, hören Sie endlich mit Ihrem Märchen auf, dass wir nichts vorgelegt haben. Lassen Sie uns lieber gemeinsam etwas für Klima- und Umweltschutz tun. Wir strecken dazu die Hand. Dankeschön. Damit schließe ich die Aussprache. Jetzt kommen wir zu Abstimmungen. Tagesordnungspunkt 6a, Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf der Drucksache 22506 mit dem Titel Klima und Umwelt nachhaltig schützen. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Niemand. Dann ist der Antrag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen angenommen. Tagesordnungspunkte 6b, 6c, g, h, j, l bis n, s und 3c sowie Zusatzpunkt 7. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 22180, 22485, 455, 448, 484, 348, 531, 21531, 13550, 20787, 16062 und 22450 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Ist nicht der Fall, dann ist so beschlossen. Tagesordnungspunkt 6d. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 22451 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Aber die Federführung ist strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der AfD-Fraktion. Wer stimmt dafür? Die AfD. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen. Dann ist der Antrag abgelehnt. Dann lasse ich jetzt abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD, also Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Dann ist der Überweisungsvorschlag gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses angenommen.
Tagesordnungspunkt 6e. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 22427 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist wieder strittig. Die Koalitionsfraktionen wünschen Federführung beim Ausschuss Wirtschaft und Energie. Die Fraktion der AfD Federführung beim Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Ich lasse wieder zuerst über den Antrag der AfD abstimmen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Der Antrag ist gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses abgelehnt. Und damit lasse ich über den Überweisungsantrag, der Überweisungsvorschlag der Koalitionsfraktion, also Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie, abstimmen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Der Überweisungsvorschlag ist gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses angenommen. Tagesordnungspunkt 6f. Das ist die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Wirtschaft entlasten, Treibhausgas, Emissionshandel gerade in der Covid-19-Krise, Wirtschaftskrise abschaffen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 22606 den Antrag der Fraktion der AfD auf der Drucksache 2075 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses angenommen. Tagesordnungspunkt 6i. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Gesundheitsbeeinträchtigende Schallemissionen umfassend messen, alle Umweltbelastungen durch Windindustrieanlagen ernst nehmen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 22595 den Antrag der Fraktion auf der Drucksache 20121 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses angenommen. Tagesordnungspunkt 6k. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Saubere Luft durch wirksame und verhältnismäßige Maßnahmen gewährleisten. Der Ausschuss empfiehlt auf der Drucksache 22598 den Antrag der Fraktion der FDP auf der Drucksache 2056 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Die Koalitionsfraktion, Grüne, Linke. Wer stimmt dagegen? AfD, FDP enthalten, tut sich niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 6o. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Energiewende weitertragen, grünen Strom aus ersten EEG-Anlagen weiter nutzen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 19783 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 19140 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Koalitionsfraktion, die AfD, die FDP. Wer stimmt dagegen? Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 6p. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Fracking verbieten und keine Erdgasbohrungen in Schutzgebieten zulassen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 1485/508 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 4859 abzulehnen. Also mit den Nummern kommt mir das komisch vor, aber ich nehme mal an, es hat seine Richtigkeit. Wer stimmt jedenfalls für die Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die FDP, die AfD. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Die Grünen, die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ich habe unterstellt, keine Enthaltungen. Tagesordnungspunkt 6q. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umweltschutz, Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel
Strategie für saubere und gesunde Luft jetzt umsetzen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 19-230 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 19-85 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Koalitionsfraktion AfD, FDP. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Grünen. Wer enthält sich? Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 6R. Gott sei Dank hat das Alphabet so viele Buchstaben. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grünen mit dem Titel Pestizide jetzt wirksam reduzieren. Der Ausschuss empfiehlt auf der Drucksache 19-33 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grünen auf der Drucksache 8-35 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Koalitionsfraktion, AfD, FDP. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Grünen. Wer enthält sich? Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 6t. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grünen mit dem Titel Atomkraft und Klimaschutz. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 22611 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grünen auf Drucksache 18679 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Koalitionsfraktion, AfD, FDP. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Grünen und die Linke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 6u. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grünen mit dem Titel Tschernobyl und Fukushima nicht vergessen. Der Atomausstieg braucht Konsequenz in Deutschland und Engagement weltweit. Unter Buchstabe D seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22611 empfiehlt der Ausschuss den Antrag von Bündnis 90 Grünen auf der Drucksache 18678 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Koalitionsfraktion, FDP, AfD. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Grünen und die Linke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Und jetzt rufe ich auf die Tagesordnung.